Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Ja, was braucht man denn da heute? Einmal ein Lineal, zur Sicherheit ein Radiergummi, ein Zirkel, der schön da gespitzt ist, und ich habe da in meinem Fall drei verschieden harte Bleistifte, hell, mittel, dunkel. Damit sollte man eigentlich auskommen. Jetzt haben wir da ein Dreieck. Da ist gegeben, A ist 7 cm, B ist 6 cm, C ist 8 cm. Wir haben also drei Seiten gegeben. Das ist der Seite, Seite, Seite Satz. Man kann da schnell einmal drüber schauen, kann man das überhaupt konstruieren? Wenn nämlich zwei Seiten addiert größer sind als die dritte Seite, dann funktioniert's. 6 und 7 ist 13, ist größer als 8. 6 und 8 ist 14, ist größer als 7. 7 und 8 ist 15, ist größer als 6. Das klingt jetzt so banal, aber wie schaut's denn aus, wenn wir ein Dreieck haben, da steht A ist 3 cm, B ist 4 cm und C ist 10 cm. 3 und 4 ist 7, das ist nicht größer als 10, deswegen, das funktioniert nicht. Ja, wie gehen wir da jetzt vor? Ich nehme da meinen mittelharten Bleistift, machen wir mal aus Skizze, freihändig, beschrift sie sauber. Gegenüber von der Ecke A ist die Seite A, da finde ich alles. Da haben wir Alpha, da haben wir Beta, da haben wir Gamma. Dann nehme ich mir eine andere Farbe und skizziere und markiere einfach alles, was ich gegeben habe. A, B, C. Gut, ich fange einfach an mit der Seite C. Lineal. Ich mache das immer so, dass ich dann nicht allzu dick zeichne und dann sage ich einfach A, B, C, da ist es. Bei 0 mache ich mir eine Markierung und dann bei 8 mache ich mir eine Markierung. Und damit habe ich da den Punkt A und da den Punkt B. So wie ich es da in der Skizze schon gehabt habe. Als nächstes mache ich mir da immer eine Hilfslinie. Da ist 0. Wir brauchen jetzt einmal 7 und einmal 6 cm. Das heißt, ich trage mir da auf 6 cm, 7 cm. Ich fange als erstes an mit der Seite A, die da beim Eckpunkt B anfängt. Das heißt, ich spanne meinen Zirkel auf. Kann jetzt da bei meiner Hilfslinie einstechen und wissen, A ist 7 cm. Dann nehme ich den Zirkel, stich in den Eckpunkt B ein und mache da nach oben hin so einen Kreisbogen. Als nächstes stiche ich wieder da in den Nullpunkt ein. Verändere den Zirkel jetzt auf 6 cm. Ist die Seite B, die ist da links beim Eckpunkt A. Genau da stiche ich ein und brauche jetzt nur mehr abschlagen. Und wo sich die beiden kreuzen, da haben wir den Eckpunkt C. Ich nehme dann meistens den weichen Bleistift und forme jetzt die Seiten genau nach.
Und zum Schluss fehlt mir nur noch die korrekte Beschriftung. Also, gegenüber von der Seite A, gegenüber von der Ecke A haben wir die Seite A. Gegen den Uhrzeigersinn kommt dann dort die Seite B und dort die Seite C. Das reicht meistens schon. Nachdem wir da keine Winkel gegeben haben, beschrifte ich es jetzt auch nicht. Wenn wir es doch machen wollen, dann kommt hier der A, dann kommt hier der Alpha, dann kommt hier der Beta und dann kommt hier der Gamma. Und im Hintergrund kommt der Pauli. Ja. Ja, glaube ich, hat es verstanden. Und wenn jetzt jemand sich fragt, wieso macht er denn die Hilfslinie da? Ich könnte genauso gut da hergehen und dann da irgendwie so das da abmessen. Und da sieht man es dann schon. Wenn man da anfängt, auf dem Plastik herumzustochern, dann wird das irgendwann einmal einfach kaputt. Und wenn ich da am Plastik herumtue, da sehe ich nicht, da kann ich nicht ausprobieren, habe ich den Zirkel richtig eingestellt. Da kann ich einstechen, da kann ich den Bogen machen und dann sehe ich sofort, ah, jetzt bin ich daneben oder ein bisschen mehr noch, ah, jetzt habe ich es ganz genau erwischt. Also nicht da am Dreieck herumdrucken. Das war das Erste. Seite, 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 Satz. Viel Spaß beim Ausprobieren.